Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Isio und in letzter Zeit wurde ich immer wieder gefragt, ob ich ein Trainingsvideo für zu Hause nur mit Kurzhanteln abfilmen kann. Und hier stehen wir jetzt. Ich habe ein paar Kurzhanteln vorbereitet, eine Isomatte. Das sind die Sachen, die wir eigentlich nur brauchen. Zudem eignet sich der Trainingsplan für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Sollte 2 bis 3 Mal die Woche ausgeführt werden. Es können Männer, aber auch natürlich Frauen machen. Und es ist ein Ganzkörpertrainingsplan. Euer Ziel ist es, für die Übung, die ich heute zeige, 9 bis 12 Wiederholungen pro Satz zu schaffen und 2 bis 3 Sätze zu machen. Habt ihr es tatsächlich geschafft, in 3 Sätzen eure 12 Wiederholungen zu schaffen, dann macht ihr beim nächsten Training entweder höheres Gewicht. Wenn ihr kein höheres Gewicht habt, dann erhöht ihr das Training um einen Satz. Lange Rede, kurzer Sinn, wir starten jetzt. Vor jeder Übung müsst ihr euch erstmal aufwärmen, das ist ganz wichtig. Ich werde es euch nicht zeigen, aber zum Aufwärmen benutzt ihr entweder weniger Gewicht, als ihr zum Training benutzt, oder insgesamt ohne Gewicht, wenn ihr noch gar nicht so viel Gewicht benutzt. Die erste Übung sind Sumo-Kniebeugen. Dazu stellt ihr euch erstmal etwas breiter, schulterbreit hin, nehmt die Kurzhantel, positioniert sie vor eurer Brust, richtet eure Schultern auf, zieht sie vielleicht nach hinten, sodass ihr ein ganz leichtes Hohlkreuz habt. Und dann müsst ihr euren Blick nach vorne richten. Ihr schaut nicht nach unten, ihr schaut nicht nach oben, sondern tatsächlich sucht euch einen Fixpunkt und schaut nach vorne. Und dann müsst ihr euch mit aufgerichteten Schultern einfach nach unten bewegen, nach oben. Wie tief ihr runter geht, das müsst ihr schauen, wie euer Körper das am Anfang erlaubt. Mit der Zeit habt ihr dann die Möglichkeit, die Technik noch zu verbessern. Aber erstmal würde ich schauen, dass das, was ich gerade erklärt habe, erstmal alles passt. Und jetzt nochmal mit Kurzhantel. Ihr positioniert sie vor eurer Brust, zieht eure Schultern nach hinten und dann bewegt euch nach oben und nach unten. So, jetzt haben wir was für unsere Beine gemacht und als nächstes ist unser Rücken dran. Dazu machen wir einarmiges Rudern. Die Übung schaut so aus, dass ihr euch irgendwo anlegen müsst. Ich nehme hier zum Beispiel einen Tisch, das eignet sich ganz gut für mich. Ist auch ungefähr von der Höhe passend. Dann geht in den Ausfallschritt. Schaut zu, dass ihr nach vorne schaut. Also der Kopf ist wieder Verlängerung der Wirbelsäule. Und dann nehmt ihr die Kurzhantel in die Hand und bewegt das Gewicht nach hinten. Das Wichtige dabei ist, dass der Arm möglichst nah am Körper ist und nicht weiter weg vom Körper gedreht wird. Sondern das heißt, ihr bewegt tatsächlich nah am Körper. Das wäre nah am Körper und nicht weiter weg vom Körper. So sehe ich das ganz oft im Fitnessstudio. Und jetzt nochmal das Ganze mit Kurzhanteln. Wie gesagt, Blick nach vorne gerichtet, schön angestürzt. Und dann wechselt man natürlich den Arm, sobald man seine Wiederholung geschafft hat. Die dritte Übung ist etwas für unsere Brust, Bankdrücken liegend. Da wir keine Bank meistens zu Hause haben, nenne ich das mal Bodendrücken. Dazu legen wir uns erstmal auf den Boden. Bei der Ausführung dieser Übung musst ihr darauf achten, dass ihr auch erstmal eure Schulterblätter nach hinten zieht, wenn ihr auf dem Boden liegt. Das heißt, ihr liegt tatsächlich nur auf den Schultern und auf dem Po und hier dazwischen könnte ich sogar die Hand durchstecken. Dann nehmt ihr die Kurzhantel in die Hand und drückt sie von euch weg. Dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr eure Arme so positioniert, dass die leicht angewinkelt sind und näher zum Körper zeigen. Also so, das wäre zum Beispiel falsch. So, und so wäre richtig. Das merkt ihr auch dadurch, wenn ihr zum Beispiel euch auf dem Boden hinlegt, eure Hand auf die Brust drückt und schaut, wie die Muskeln sich bewegen. So bewegt sich zum Beispiel der ganze Muskel und wenn ich dann den Arm weiter weg tue, bewegt sich von der Brust so gut wie nichts. Das ist so ein einfacher Trick, um rauszufinden, ob ihr eine Übung richtig ausführt oder nicht, wenn der Zinnmuskel getroffen wird. Auch ohne Gewichte sollte das funktionieren. Und so sieht dann letztendlich die Ausführung aus. Ihr drückt das Gewicht von eurem Körper weg. Bewegt euch, fast in den Boden berührt und dann wieder nach oben. Und beim Halten der Kurzhantel achtet darauf, dass euer Handgelenk gerade ist und nicht so abknickt. Das wäre nämlich ungesund auf Dauer. Unsere vierte Übung ist für die Schulter. Dazu nehmen wir die Kurzhantel wieder in die Hand, stellen uns aber diesmal nur schulterbreit hin. Die Beine sind ein bisschen angewinkelt. Wir nehmen die Kurzhantel, richten uns wieder auf, stellen schon die Schulter nach hinten und drücken das Gewicht einfach nach oben. Dazu müsst ihr nicht so weit runter gehen, sondern tatsächlich, es reicht, wenn ihr hier aufhört.
Und jetzt zeige ich das Ganze mit Kurzhanteln. Wie gesagt, wir nehmen sie hin, stellen schulterbreit hin. Zum Aufrichten nehme ich die immer so und mache diese Bewegung hier. So fällt es mir leichter, im Stehen das auszuführen. Okay, wir stellen uns hin und bewegen das Gewicht einfach nach oben. Schauen natürlich wieder gerade nach vorne. Unser Kopf soll nicht überstreckt sein. Und beim Runterlassen genauso. So, unsere nächste Übung ist unser geliebter Bizeps. Dazu stellen wir uns wieder in die Ausgangslage, das heißt schulterbreit hin, Knie ein bisschen angewickelt, Schultern ziehen wir nach hinten, nehmen die Kurzhanteln in die Hand und bewegen tatsächlich nur die Arme. Der Oberarm wird nicht nach vorne mitbewegt, sondern ist tatsächlich nur in der Position. Und so schaut es aus. Der Blick ist stets nach vorne gerichtet. Das Ganze jetzt nochmal mit Kurzhanteln. Einmal von vorne. Von der Seite. Diese Übung habe ich auch schon mal im Fitnessstudio erklärt. Wer das anschauen möchte, kann einfach auf meinem Kanal nach Technikvideos checken. Unsere vorletzte Übung ist Trizeps drücken über den Kopf. Dazu stellen wir uns wieder nur schulterbreit hin, Beine ein bisschen angewinkelt, nehmen die Kurzhantel in die Hand, richten uns auf und bewegen einfach die Kurzhantel über unseren Kopf nach oben. Es bewegt sich tatsächlich nur der Unterarm, der Oberarm ist fix. Vielleicht noch ein kleiner Trick, wie ihr die Kurzhantel nehmen müsst. Ich mache immer so einen Diamantengriff. Sieht wie ein Diamant aus in meinen Augen. Und dadurch kann ich die Kurzhanteln sehr gut fix halten. Das heißt, die Hände überlagern sich. Achtet bei der Übung bitte auch noch darauf, dass ihr möglichst natürliche Bewegungen ausführt und die Ellbogen in unterschiedliche Richtungen zeigen, so wie meine jetzt, und versucht sie nicht möglichst nah zueinander zu bringen. Das hat nicht so viel Effekt und könnte langfristig zu irgendwelchen Schäden führen. Für die letzte Übung brauchen wir wieder unsere Isomatte und wir machen Crunches, also trainieren ein bisschen Bauch, unseren Sixpack, ganz wichtig. Ein ganz ausführliches Video, wie ihr Bauch trainieren müsst, habe ich auch schon auf dem Kanal, aber hier noch mal kurz im Schnelldurchlauf, wie das funktionieren muss. Ihr legt euch natürlich auf den Rücken. Ich nehme immer meinen Zeigefinger und meinen Daumen und positioniere sie auf den unteren und auf den oberen Bauchmuskel und bewege mich nach oben und versuche, die zusammenzuführen. Ich finde, wenn ich die Muskeln drücke, habe ich mehr Gefühl im Bauch. Wenn ich oben angekommen bin, mein Po bleibt unten, mein Rücken bleibt auch unten, ich bewege nur meine Schulter nach oben. Wenn ich oben angekommen bin, halte ich für eine halbe Sekunde bis eine Sekunde und dann gehe ich wieder nach unten. Wenn ihr bei der Übung den Kopf nach vorne bewegt, habt ihr keinerlei Vorteile davon. Ihr bewegt tatsächlich nur eure Schultern und Kopf bleibt starr. Das waren jetzt unsere 7 Übungen, die ich jedem empfehlen würde, zu Hause zu machen. Vorausgesetzt, ihr habt keine körperlichen Einschränkungen, könnt auch diese ausführen. Wenn es körperliche Einschränkungen gibt, schreibt mir in die Kommentare. Ich kann euch vielleicht dann eine andere Übung empfehlen. Dazu, wie gesagt, braucht ihr eine Kurzhantel, eine Isomatte und Motivation. Motivation ist ganz wichtig. Für ein Training werdet ihr, denke ich, 45 Minuten bis eine Stunde brauchen. Ich habe, als ich früher zu Hause trainiert habe, immer einen Fernseher angeschmissen und eine Serie angeschaut. Das könnt ihr auch machen, die Zeit sinnvoll nutzen. Und zwischen den Übungen macht ihr einfach eine Minute Pause. Ich würde sagen, an der Stelle sind wir fertig. Wenn du diese Übung zu Hause ausführst, dann schreib mir in die Kommentare, dass du es gemacht hast und wie du den Trainingsplan findest. Das würde mich mega interessieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das bitte jetzt. Ich warte eine Sekunde. Danke. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in